und er dehnt sich dann auch. Und Sie sehen, Tölt ist auch insbesondere bei einem Naturtölter, das heißt ein Pferd mit wenig Trab, in der Dehnungshaltung möglich. Es fließt, es bleibt taktklar, es funktioniert eigentlich wunderbar. Auch hier zum Lenken kann ich viel besser die eine Hand öffnen und das Pferd ein wenig über die Schulter laufen lassen, als das Pferd einklemmen zwischen den inneren Schenkeln und den äußeren Zügeln und ihn dazu zu zwingen, mit das innere Hinterbein zum Schwerpunkt zu gehen. Er wird damit Schwierigkeiten haben und wird sich wahrscheinlich erstmal festmachen. Es ist wichtiger, das Pferd locker zu halten, immer wieder nachzugeben, denn dann wieder dahin zu holen, wo man ihn haben will, und wieder los. Und dann ist die Schwierigkeit, wie kann ich mein Pferd eigentlich klar machen, ob es traben oder tölten soll? Wie kann ich mein Pferd so rund tölten, wenn es auch trabt? Das ist die Dehnung. Die Dehnungseinschränkung sagt den Quickstep, bleib im Tölt. Er wird doch relativ aufgerichtet, er geht sehr auf die Hinterhand, gucken Sie mal, wie stark die Hinterhand unter dem Schwerpunkt bleibt. Das bringt der Tölt so mit sich. Das Pferd hat gelernt, auf Zügeleinwirkung sich zu runden, auf Vibrieren mit dem Bosal sich zu runden. Und wenn ich es weiterhin mehr nachgeben würde, ist es sogar in diesem Fall anzunehmen, dass das Pferd eigentlich von sich aus etwas höher laufen würde, weil es sich dabei eigentlich wohler fühlt. Die beigezäumte Haltung ist anstrengend, das dürfen wir nie vergessen, und ist nicht über längere Zeit von den Pferden auf dem Wanderritt zum Beispiel zu halten. Okay, bitte, stellst du das Pferd einmal zum Trab um? Durch das Nachgeben der Hand, das nach vorne nehmen des Oberkörper, das Drücken auf den Widerrist, das Pferd dehnt sich und stellt zum Trab um. Danke. Schulter herein im Tölt. Jetzt wechselt zum Kruppe herein. Sehr schön, könnte auch ein bisschen weniger Winkel sein. Wunderbar, tolle Haltung, tolle Formung. Und Sie können sich nicht vorstellen, wie sehr das Rücken bringt, solche Seitengänge zu reiten. So, auch klar ist, wie stolz der Papa auf seine Tochter ist. Das ist immer wieder eine Freude, so eine gut reitende, hübsche junge Frau auf dem Pferd zu sehen. Ich fühle mich noch nicht alt, nein. Und ich wollte auch noch ein paar Jahre dabei bleiben. Aber es ist beruhigend zu wissen, dass man Nachwuchs hat, was auch gleich Interesse hat und in den gleichen Fußstapfen treten will. Und deswegen, ich hoffe, meine Damen und Herren, dass wir Sie hier unterhalten konnten mit unserem Programm Arbeit von Gangpferden, Förderung der Gangarten, Quickstep, Tölten der Traber mit Wipke Vierhaus und Buster, Tennessee Walker mit dem Papa Stefan Vierhaus.